Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer! Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung schrieb am vergangenen Freitag, ich zitiere, Betriebsrente wird attraktiver, neue Anreize für Geringverdiener und Entlastung für Unternehmen. Besser hätte man es kaum auf den Punkt bringen können. Denn genau das machen wir. Wir schaffen die Betriebsrente plus für Geringverdiener, plus für kleine und mittlere Unternehmen. Es ist eben nicht gerecht, dass in großen Unternehmen Betriebsrenten selbstverständlich sind, in kleinen Unternehmen aber die Ausnahme. Deshalb wollen wir das ändern. Und wir helfen Geringverdienern durch staatliche Förderung, einen leichteren Zugang zu Betriebsrenten zu bekommen. Gerade sie können eine zusätzliche Absicherung im Alter gut gebrauchen. Der neue Freibetrag in der Grundsicherung macht klar, es lohnt sich auch mit kleinem Einkommen und vermutlich kleiner Rente für das Alter vorzusorgen, wenn es eben geht. Und von dem Freibetrag profitieren nicht nur künftige Rentnerinnen und Rentner. Einige tausend Menschen, die jetzt schon in der Grundsicherung sind und deren Betriebsrente angerechnet wird, haben künftig deutlich mehr in der Tasche. In der Ausschussberatung gestern gab es den Vorwurf, wir würden uns durch den Freibetrag quasi damit abfinden, dass es Renten unterhalb der Grundsicherung gibt. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Das ist natürlich Unsinn. Die SPD setzt sich für gute Löhne und stabile Beschäftigungsverhältnisse ein. Das sind die zentralen Stellschrauben für eine gute gesetzliche Rente. Und wir wollen eine Solidarrente für alle, die lange gearbeitet, aber wenig verdient haben. Die Solidarrente wird deutlich oberhalb der Grundsicherung liegen. Wer das wissen will, kann das seit Ende vergangenen Jahres wissen. Da hat Andrea Nahles nämlich ein entsprechendes Konzept vorgelegt. Aber kein Gesetzentwurf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Arbeitgeber profitieren finanziell davon, wenn Beschäftigte im Rahmen der Entgeltumwandlung etwas für ihre Altersversorgung tun. Ich habe nie verstanden, warum das so ist. Künftig müssen Arbeitgeber den größten Teil dieser Einsparung in die betriebliche Altersversorgung ihrer Beschäftigten einbringen. Das war uns ein ganz wichtiger Punkt in den Verhandlungen mit unserem Koalitionspartner. Denn das hat auch etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Und wir verringern auf diesem Weg auch das Problem der Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten. Klar ist allerdings, an dieses Thema müssen wir in der nächsten Legislaturperiode sicherlich grundsätzlich noch mal ran. Auf das Thema Sicherheit wird meine Kollegin Sarah Ryglewski gleich noch mal eingehen. Nur ganz kurz. Ich habe ja zur Kenntnis genommen, dass die Kritik der Linken deutlich milder ausgefallen ist als in den vergangenen Monaten, aber nur noch mal als kleine Erinnerung und als Warnung. Wenn Sie uns kritisieren, halten wir das aus. Das ist überhaupt kein Problem. Aber diffamieren Sie nicht gleich die Gewerkschaften mit, die sich jetzt auf den Weg machen, Betriebsrenten für ihre Mitglieder zu ermöglichen. Sie erwecken manchmal den Eindruck, das seien Zocker, die das Geld von künftigen Rentnerinnen und Rentnern rücksichtslos aufs Spiel setzen. Das ist nicht nur sachlich falsch. Ein solches Vokabular nutzt am Ende nur denen, die, glaube ich, wir alle hier nicht sehen wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächster Redner hat Peter Weiß für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.